Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anders. Und diese Präzession bedeutet, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden macht das schon was aus. Und diese Berechnung ist präzise übereinstimmt das, was die Astronomen auch berechnen, kann jeder überprüfen. Und ich vertrete die indische Astrologie und ich mache in Zukunft nichts mit westlicher Astrologie. Aus diesem Grund habe ich das gesagt, dass ihr nicht wundert, wenn ich erzähle bei diesem Jahreshoroskop, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen oder wie ändert sich das Bild Monat zu Monat. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Es ist nicht zum Vergleichen. Liebe Leda, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. In diesem Bild siehst du dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Da ändert sich nichts. Das bleibt immer so stehen. Und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, war die Sternenhimmel über dir so, wie dieses Bild zeigt, wie ein Momentaufnahme. Und diese Momentaufnahme, dieses Bild, die Landkarte deiner Seele ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Lebensbereiche, wo du erkennen kannst, selbst auch, wo Energie fließt, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, diese Lebensbereichen sind dir viel wichtiger als die anderen Lebensbereiche. Und das bedeutet, deine Persönlichkeit ist wichtig, dich zu behaupten bei Konkurrenten, aber auch Wissen vermitteln, Wissen aneignen, kommunizieren, ein Austausch. Dann die Kinder sind dir wichtig. Deine Arbeit ist wichtig, die Partnerschaft ist wichtig, erbschaftlichen Situation, ämtlichen Themen oder die Transformation ist dir wichtig, das Prozess, das Loslassen und die Geheimnisse, das Leben und karmischen Themen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt so bestehen, da ändert sich nichts, aber du änderst dich, weil du machst deinen Lebensschritte, was alle 7 Jahre sich ändert und alle 7 Jahre bewegst du dich auf einen anderen Boden, hast anderen Lernaufgabe, anderen Themen sind wichtig, anderen Einflüsse kommen von außen. Du befindest dich gerade in Skorpionphase. Und das bedeutet, verstehen die Geheimnisse des Lebens, deinen Gefühlen in den Griff bekommen, lernen auch von einigen loslassen, verabschieden, trennen, kündigen, all das, was im Weg steht, das Aufräumen, dass du frei bist und deine Energie steigt nach oben. Das sind diese transformierenden Prozesse und Thema Sexualität gehört auch zum Skorpion. Nicht nur du änderst dich in dein Leben und bewegst dich, sondern die Planeten bewegen sich auch.
Sonne, Mond auch, wobei bei Sonne ist eigentlich die Bewegung, ist nicht die Sonnenbewegung, wie wir das sagen, sondern das ist die Bewegung unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen, so scheint das, wenn die Sonne die Bewegung machen würde. Aber die Planeten bewegen sich auch. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und es löst was aus, diese Bewegung. Ich beginne mit dem langsamsten Planet und das ist der letzte Planet unserem Sonnensystem und das ist Pluto. März 2019. Pluto bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze, bleibt nächstes Jahr auch noch im Schütze. Pluto bewegt sich relativ langsam im Vergleich zum anderen Planeten und hier löst was aus. In diesem Bereich, in diesem achten Lebensbereich sind Pluto-Themen. Also Pluto kennt sich hier aus und das bedeutet die Überlebenskraft entdecken und die Überzeugungskraft entdecken in uns. Das ist eine innere Kraft. Und diese innere Kraft können wir bewahren und auch vorteilhaft nutzen in unserem Leben, wenn wir konzentriert sind, konzentriert auf dem Wesentlichen. Das, was wir erreichen wollen, das heißt Ziele setzen. Und all das, was diese Kraft raubt, sofort verabschieden, loslassen. Hier gibt es kein Vielleicht. Bei Pluto gibt es nur einen Satz, alles oder nichts. Pluto macht niemals Kompromisse. Wovon sollst du verabschieden? Was raubt deine Kraft, deine Zeit, deine Energie? Entweder sind das Begegnungen mit anderen Menschen und du fühlst dich ausgenutzt, oder das sind Einsichten, wie zum Beispiel, ich schaff's das eh nicht, ich kann das nicht, das löst Unsicherheit aus. Dann kommt die Angst dazu. Und die Angst ist der größte Stolperstein in unserem Leben, blockiert alles. Und Angst gehört schon zum negativen Gefühlen. Es ist nichts zerstörerisch wie Hass oder Neid, aber blockierend. Und trotzdem haben wir alle mal Ängste. Angst kennt jeder, ich auch. Die Lösung liegt daran, nicht aufhalten. Nicht daran denken, wovon wir Angst haben oder warum wir Angst haben oder nicht mit dieser Angst beschäftigen. Das kann sogar dazu führen, dass wir Angst haben vor Angst, sondern wahrnehmen und sagen, herzlich willkommen, liebe Angst, schön, dass du da bist, schön, dass du mich besucht hast, aber in meinem Leben hast du keinen Platz und tschüss und Türe zu und sofort, sofort umdenken. Das Gefühl ist da, das kann man nicht unter dem Teppich kehren. Dieses Gefühl existiert. Aber die Gedanken können wir sofort ändern.
Und daran liegt die Lösung. Umdenken. Nicht mit diesem Thema beschäftigen, Türe zumachen, wahrnehmen, dass ein Besuch da ist, aber das ist ein trojanisches Pferd. Und sofort die Türe zumachen und sagen, für dich habe ich keine Zeit, tschüss. Und umdenken. Daran liegt die Lösung. Im Tat. Und so lernen wir angstfrei leben. Und diese Transformation hast du gerade ganzes Jahr das zum Lernen. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und bleibt ganzes Jahr in Wassermann. Nächstes Jahr auch noch. Neptun ist nicht einfach zu erklären oder verstehen. Wenn du die Neptun mit deinen Träumen, mit deinen Visionen verstehst, dann kommst näher. Weil genau das vermittelt Neptun. Ein Traum, eine Vision zu haben und das Verwirklichen, daran glauben. Es ist nicht die Realität, das ist Fantasie. Das ist Fantasie, aber das ist bildhaft, das ist kreativ, das ist fantasievoll. Lass dich inspirieren, weil das ist die inspirierende Kraft. Und jeder Künstler braucht diese Neptun-Energie. Und jeder Künstler, die das spürt, diese Energie, und macht ihren Werk liebevoll, dann hat das eine Seele. Und diese Kunstwerke bleiben erhalten. Das ist lebendig. Die Künstler gibt ihre Liebe, ihre ganze Seele in diesem Werk hinein. Und das sind wahre Kunst. Und wenn du das vertraust, wenn du deine Träume vertraust und du hast einen besonderen Bezug zum Neptun, weil du hast Neptun hier. Genau, hier ist Neptun in dein Horoskop, hier hast du die Neptun-Energie, was deine Transformation bedeutet, und hier kommt deine Persönlichkeit im Ausdruck und das spiegelt bei anderen, weil das ist nicht nur der Partner, in erster Linie natürlich die Partner gemeint ist. Aber anderen Menschen spiegeln dir auch. Natürlich kann das ein Hinweis sein, dass dein Partner künstlerisch begabt ist oder dass dein Partner dich unterstützt in dein Projekt, in deiner kreativen Arbeit. Natürlich, hier ist schon eine Verbindung da. Lebe diese Neptun-Energie, aktiviere das in deiner Berufung. Es muss nicht unbedingt künstlerisch sein, gar nicht. Wobei die Künstler haben diese Neptun-Energie. Aber du kannst auch einen anderen Traum haben. Was ist dein Traumberuf, deine Berufung? Weil das ruft dich. Und wenn du einen Traum hast, eine Vorstellung hast, dann kannst du das verwirklichen. Und wenn du das lebst und bringst deine Persönlichkeit im Ausdruck, deine Sonne, dein Selbst, nimm dein Selbst im Besitz, Stier. Aber hier im Stier gibt es auch diese künstlerische Begabung, weil über den Stier herrscht Venus. Der Planet, auch die Schönheit, Kreativität, Ästhetik. Und dann spiegelt sich hier Neptun. Und Neptun ist rückläufig, das habe ich erklärt bei Geburtshoroskop-Analyse. Das heißt, hier hast du karmische Themen.
Begabungen, Talente, Fähigkeiten von früheren Leben, das hast du. Aber im früheren Leben könntest du das nicht in Öffentlichkeit präsentieren, weil du das nicht zugetraut hast. Und das sind verborgene Talente und Fähigkeiten. Und weil früher hast du das nicht zugetraut, kann natürlich auch daran liegen, dass die Erziehung war, du sollst es nicht tun und träum nicht so viel und sei bodenständig, dass das vieles von Erziehung auch kommt und du traust das nicht zu. Der Partner, dein Partner, dein Seelenpartner wird das entdecken in dir und fördert dich und unterstützt dich. Und jetzt erkennst die Möglichkeiten, die Chancen, deinen Traum verwirklichen beruflich. Und jetzt die andere Seite, die Neptun. Wenn jemand das nicht zutraut und nicht die Träume lebt, dann ist frustriert und enttäuscht und erlebt die Neptun-Energie als Enttäuschung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im Widder und bleibt ganzes Jahr im Widder, nächstes Jahr auch. Uranus bewegt sich 7 Jahre lang in ein Tierkreiszeichen. Und hier sind deine Umbrüche und Veränderungen. Aber woher kommt das? Von deinem Inneren. Weil du verstehst den Sinn des Lebens. Weil du verstehst die Geheimnisse des Lebens. Weil du in die Tiefe schaust. Und weil du in die Tiefe schaust, wirst du auch die Zusammenhänge erkennen. Und die dich beschäftigt zurzeit deine Seelenleben. Saturn befindet sich im Schütze und Saturn formt den Schicksal und belehrt. Und das ist die Lektion, die Transformation. Jupiter vergrößert etwas, immer, gibt uns mehr Chancen, mehr Möglichkeiten im Leben, bringt auch Glück. Und das ist im Skorpion und du hast gerade eine glückliche Zeit in die Liebe-Partnerschaft. Mars zeigt dir, wo du deine Kraft einsetzt. Aber Mars ist ein männlichen Energie und das haben wir Frauen auch und wir brauchen auch die Mars-Energie, weil mit Mars-Energie setzen wir etwas in Bewegung oder können wir uns durchsetzen im Leben. Wir können uns wehren, also wir brauchen auch die Mars-Energie, aber Mars bedeutet auch der Mann, so wie Venus bedeutet auch die Frau. Mars bewegt sich März 2019 in der Tierkreiszeichen wieder. Was löst aus im Horoskop? Entweder fühlst du dich kraftlos, fühlst du dich müde und erschöpft und brauchst diesen Rückzug, brauchst die Ruhe, weil in Ruhe liegt die Kraft. Kann auch auslösen, dass du eine Verbindung hast zu einer männlichen Person im Verborgenen. Kann auch auslösen, dass du geheime Feinde hast und sie versuchen hinter deinem Rücken über dich lästern oder schlecht machen, wie auch immer. Das ist immer im Geheimen passiert und du brauchst die Mars-Energie, dich behaupten, dich wehren. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock
Venus bedeutet Schönheit. Wenn du in einen spirituellen Weg gehst, kann auslösen, dass du diesem schönen Weg, dieser Schönheit, dieser Richtung dir entdeckst. Aber hier handelt auch um Reisen, um Ausland, Reisen in ein schönes Land oder im Ausland zu sein und was Schönes anschauen oder was Schönes kaufen, kann auch bedeuten, du hast Verbindung zu einer Frau und diese Frau lebt im Ausland. Merkur hat einen Bezug zum Kinder, zum Jugend. Merkur ist auch das praktische Wissen. Merkur ist auch der Planet der Handeln und Kaufleute, aber auch löst aus Terminen, Verträgen, Gesprächen, Kommunikation. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen und das kann auslösen, dass du lernst gerade auf deine Träume achten, auf deine Wünsche und Hoffnungen und mit dieser Fischenenergie, dass du das vertraust, dass das auch so kommt, kann auch auslösen, dass du Gespräche hast im Freundeskreis. Sonne zeigt die Lebensenergie und immer die Monatsthemen, öffnet unseren Augen, was für uns Monat als Monatsthema wichtig ist. Und das ist im Wassermann deine Berufung, aber auch Öffentlichkeit zeigt auch die 10. Lebensbereich. Etwas veröffentlichen, etwas in Öffentlichkeit präsentieren und hier Ansehen bekommen. Und wie erreichst du das? Sonne symbolisiert das Selbst. Wenn du dein Selbst lebst, die Selbstdarstellung und das nach außen auch zeigen. Eine Rückläufigkeit bedeutet, es geht alles so langsam voran. Hat auch einen Sinn, weil das zeigt uns, wir sollen nicht zu schnell handeln, sondern wir müssen noch etwas überprüfen oder nachdenklich zu sein. Rückläufigkeit bedeutet auch karmischen Themen, Vergangenheit oder dass jemand sich meldet von Vergangenheit. Ab 6. März, das ist schon vorbei, ist Merkur rückläufig. Jetzt die Mondpositionen. Ich sage das jetzt nicht jeden Tag, sonst wäre die Aufnahme viel zu lang, sondern Halbmond, Vollmond und Neumond. 28. März ist Halbmond in Skorpion und wirkt auf die Partnerschaft bei dir. Ein Halbmond ist wunderschön, aber es entsteht bei Halbmond eine gewisse Spannung zwischen Sonne und Mond. Und diese Spannung fühlen wir alle. Entweder sind alle hektisch oder nervös oder wir haben Unsicherheit in uns, weil das hat einen Einfluss auf unsere Stimmung. Und dieser Halbmond in Skorpion löst aus eine gewisse Unsicherheit in die Liebe-Partnerschaft. Jetzt noch Rahu und Ketu. Die beiden bilden eine Drache, aber die sind getrennt. Der Kopf von dieser Drache ist abgeschnitten. Die Körper kennen wir schon, das ist die Vergangenheit. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Das sind auch karmische Erinnerungen. Dieser Teil nennt man Ketu. Aber es fehlt etwas. Es fehlt etwas, was uns befreit. Und dann schließt auch der Kreis. Und diesen fehlenden Teil erreichen wir, wenn wir unsere Ängste überwinden. Und dieser Teil, diesen fehlenden Teil, heißt Rahu oder Drachenkopf. Und diesen beiden Teilen, die Drachenkörper und dieser Drachenkopf, die bewegen sich auch und sie lösen karmische Themen aus bei jedem Einzelnen. Die Drachenkopf befindet sich ab März
in den Tierkreis zeichnen Zwillinge. Und die Drachenkörper Ketu befindet sich im Tierkreis zeichnen Schütze. Das heißt, Vergangenheit, alten karmischen Themen und Erinnerungen aktiviert Ketu im Schütze und das hast du hier bei Transformation. Und die Drachenkopf, was du gerade lernst zur Zeit, diese Zeitqualität, weil deine Seele braucht das zum Wachsen. Und diesen Drachenkopf hast du in Zwillingen und du lernst zu deinen Werten stehen und lernst du um die Finanzen kümmern. Das ist deine Zeitqualität. Solange bis Rahu und Ketu im Schütze und Zwillingen bewegt und das wird dieses Jahr sein und so wird das 2020 auch so sein. 28. März, das habe ich erwähnt, genau, das ist Halbmond in Skorpion und diese Spannung, Unsicherheit in die Liebe, Partnerschaft. Jetzt übergehen wir auf April. Mars befindet sich im Stier und das ist deine Kraft und mit diesem Kraft kannst du dich behaupten. Kann auch bedeuten, dass du achtest auf deinen Körper und machst Sport, Sportbewegung. Ist auch möglich, dass eine männliche Person hat gerade einen großen Einfluss auf dein Leben, auf deine Persönlichkeit. Oder dass du dich besser behaupten kannst, zeigst Kraft und wehrst du dich. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter hat auch mit Gerechtigkeit oder mit Recht auch etwas zu tun. Und hier bei diesem Bereich kann auch ämtliche Themen auslösen oder eine erbschaftliche Situation. Aber hier im achten Lebensbereich handelt es sich auch um Sexualität und Jupiter vermehrt etwas, also hat auch mit Schwangerschaft auch etwas zu tun. Das ist dann auch die Zeitqualität, die Empfängnis. Natürlich kommt noch die Mondbewegung dazu, dass die einzelnen Tage das auch was auslöst. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Die Monatsthema ist deine Hoffnungen, deine Wünsche, das Wahrnehmen, da die Augen öffnen. Sonne ist auch die Augen. Und natürlich die Fischenenergie, einfach geschehen lassen. Vertrauen, du lernst im Vertrauen bleiben. Merkur ist rückläufig und befindet sich in Wassermann, hier handelt es sich um Themen, Terminen, Verträgen, was deine Berufung betrifft. Aber hier sind wir auch in Öffentlichkeit. Natürlich kann auch sowas auslösen, dass du einen Vortrag hältst in Öffentlichkeit oder schreibst du ein Buch und das kommt in Öffentlichkeit. Venus ist in Wassermann und zeigt auch deine Kreativität. Ab 11. April ist Jupiter rückläufig. Diese Rückläufigkeit von Jupiter zeigt auch Vergangenheit. Diese göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung wird dann auch so ausgeglichen. Oder wenn du Glück haben möchtest im Leben, nicht zu schnell handeln, sondern noch etwas genauer überprüfen, anschauen.
oder nach innen schauen, mit deinen inneren Größen, Bewusstsein, in deine Energie arbeiten und dann handeln. 25. April wird Pluto rückläufig. Das ist wieder alten Themen, was sollst du loslassen, von was sollst du trennen, kündigen. 30. April wird Saturn rückläufig. Hier handelt es sich auch um karmische Themen und Vergangenheit. 5. April ist Neumond in Fischen. Das heißt, ein Neumond sollen wir zurückziehen, wenn das möglich ist, meditieren. Etwas verinnerlichen, nachdenklich zu sein. Welchen Themen hast du in Fischen? Das sind deine Wünsche. Überlegen, kannst du auch aufschreiben, als Ziel setzen oder die Überlegung, wer sind deine wahren Freunde und wer versucht dich auszunutzen. Hier trennen Spreu von Weizen ohne Angst, sondern erkennen, welche Menschen sollen dich begleiten im Leben und von wem sollst du verabschieden. Also solchen Gedanken löst ein Neumond aus. Oder sollen wir in diesen Momenten nachdenklich zu sein? 12. April ist Halbmond in Zwillingen. Und das hat mit deinen Werten was zu tun, dass du vielleicht in diesem Tag sogar zweifelst an dir selbst oder hat mit Finanzen auch was zu tun, nichts kaufen, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat in diesem Tag. 19. April ist Vollmond im Waage, ein Vollmond beleuchtet die Thematik und da sollen wir unsere Augen öffnen und das genau anschauen. Und dieser Vollmond ist in Waage und das ist eine berufliche Situation. 26. April ist Halbmond im Steinbock und das heißt, du hast das Gefühl, du musst eine Prüfung bestehen, das kann auch die Lebensschule sein, eine gewisse Prüfungsangst oder Spannung im Ausland, bei Auslandskontakten. Mai 2019. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Und da hast du die Chancen, Möglichkeiten und Glück, die Beziehung in Ordnung zu bringen oder das genießen. Sonne ist im Widder. Monatsthema ist die Geheimnisse oder in die Tiefe schauen. Mars bleibt noch im Stier, Merkur und Venus ist im Tierkreiszeichen Fischen und das kann auslösen, dass du lernst mit deinen Träumen leben und das Verwirklichen schön gestalten, das ist Venus-Energie, oder dass du Kontakte hast im Freundeskreis mit einer weiblichen Person, Gespräche. Oder du als Frau kommst gut an und bekommst du Kompliment im Freundeskreis, Bekanntenkreis. 4. Mai ist Neumond im Widder, das heißt Rückzug, die Ruhe bewahren. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Eine gewisse Spannung, was die Verwandten betrifft, oder musst du dich behaupten bei Konkurrenzen, oder im Internet ist etwas, eine gewisse Störung da ist. 18. Mai ist Vollmond im Waage und das beleuchtet deine berufliche Situation und bekommst du Erkenntnisse oder klärst etwas. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder die Prüfungsangst oder Spannung im Reisen oder Ausland. Juni
Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillingen. Und das heißt, du setzt dich ein für die Finanzen oder du wehrst dich und verlangst Respekt. Kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für Auto oder Sport, wie zum Beispiel meldest dich an in einen Sportverein und das kostet Geld. Mars hat auch mit Autos auch etwas zu tun, ist auch Bewegung, aber kann auch bedeuten, dass du zu schnell, zu impulsiv was kaufst, was du vielleicht später bereust. Oder eine männliche Person gibt dir die Wertschätzung oder Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist dein Selbstdarstellung, was du auch lernst, und die Kommunikation, die Gespräche nehmen zu und das sind persönliche Gespräche. Venus befindet sich im Widder. Hier sind die Geheimnisse. Entweder hast du eine geheime Liebe, muss nicht sein, kann auch auslösen, dass du deine Weiblichkeit entdeckst, deine weibliche Energie und es kommt von innen heraus, aber kann auch auslösen, dass du eine geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person oder dass eine Frau ihre Geheimnisse dir anvertraut. 22. Juni ist Neptun rückläufig und das bedeutet Erinnerungen, ganz einfach Erinnerungen und das möchtest du deine Träume leben, aber dann kommen die Erinnerungen dazu. Wenn das um Kunst, Kreativität handelt, dann entdeckst du in dir deine Talente und Fähigkeiten. Es passiert etwas Wichtiges im Juni, eine rückläufige Saturn, was mit Karma und Vergangenheit was zu tun hat. Und eine rückläufige Pluto, was auch mit Vergangenheit und Karma was zu tun hat. Und Ketu, dieser Drachenkörper, was auch mit Karma und Vergangenheit was zu tun hat. Die drei bilden sich eine sogenannte Konjunktion, das heißt, die treffen sie sich und wirken gemeinsam und das im Schütze. Und genau da hast du die Thema Transformation und Loslassen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Das heißt, halte dich von etwas zurück oder meditiere oder genieße auch mal alleine zu sein. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Eine gewisse Unsicherheit, weil du hast das Gefühl, du verlierst gerade den Boden unter deinen Füßen. Oder Spannung zu Hause kann auch bedeuten, eine Reparatur zum Beispiel. Oder löst Themen auch wie Unsicherheit, Nervosität und dann sollst du eher zu Hause bleiben. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Das beleuchtet die Thema Liebe, Partnerschaft. Hast du dann Erkenntnisse auch? Oder sollst du genau da hinschauen? 25. Juni ist Halbmond in Fischen, eine gewisse Spannung in Freundeskreis oder Unsicherheiten löst auch aus, wenn du anfängst an deinen Träumen zum Zweifeln. Juli Sonne und Venus ist in Zwillingen und das heißt Monatsthema ist Werte, Finanzen, bei Venus natürlich deine weibliche Energie, damit bewusst zu sein oder kann auslösen, du gibst Geld aus für schöne Dinge. Mars und Merkur ist im Krebs und da sollst du dich behaupten, gegen Konkurrenten oder im Verwandten kommen Gespräche auf dich zu oder du besuchst ein Seminar oder du hältst Schulungen, sowas kann das auch auslösen. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 12. Juli ist Neumond in Zwillingen, das heißt, überlegen, wo gibst Geld aus
oder in gewisse Rückzug, Meditation mit deinen Werten bewusst zu sein. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau und das heißt Spannung mit Kindern oder kommen die Erinnerungen in deine Kindheit und sollst du aber in Lebensfreude bleiben, nicht zu kritisch zu sein zu dir selbst. 16. Juli ist Vollmond und Mondfinsternis im Schütze. Mondfinsternis hat immer mit karmischen Themen was zu tun und das erlebst du im Schütze wieder die Transformation. 25. Juli ist Halbmond im Fische, zweifelst an deinen Träumen oder hast Spannung im Freundeskreis. August, Merkur ist in Zwillingen. Das kann Verträgen bedeuten, was mit Finanzen was zu tun hat oder Investitionen oder Termin in Bank, aber kann auch auslösen, du lernst besser mit Geld umzugehen, kann auch bedeuten, du kaufst ein Buch oder zahlst etwas für ein Seminar oder du gibst Seminar und kommt Geld rein. Sonne und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist, wie kannst du dich behaupten gegen deine Rivalinnen oder Konkurrenten? Und bei Mars und Venus handelt es sich auch um die Liebe. Oder kann auch auslösen, dass du in deiner vertrauten Umgebung jemand kennenlernst oder im Internet jemand kennenlernst. 12. August wird Jupiter direktläufig, das heißt, du hast mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, geht endlich alles voran. Thema ist Liebe, Partnerschaft. 12. August wird Uranus rückläufig, das kann bedeuten, dass hier Veränderungen kommen und hat das mit Vergangenheit etwas zu tun. Plötzlich meldet sich jemand von Vergangenheit, unerwartete Ereignisse kommen, kann aber auch bedeuten, dass du stehst vor Veränderungen und du bremst es, aber du hast Angst vor dieser Veränderung und ziehst du dich zurück. 1. August ist Neumond im Krebs. Und das bedeutet Rückzug von deinen Verwandten. Du musst auch dich gar nicht behaupten bei Konkurrenten, Rivalinnen, sondern bleib eher im Rückzug. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Spannung im Arbeit oder Gesundheit, dass du die Gleichgewicht verlierst, kann auch auslösen. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Beleuchtet deinen Lebensweg und stellst die Frage, wo, in welche Richtung geht die Reise. Entweder die spirituelle Reise oder die Kontakte zum Ausland oder ein Urlaub. 23. August ist Halbmond im Widder. Das löst Unsicherheit, Nervosität aus. Bleib im Rückzug, in Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft. Und 30. August ist Neumond im Löwe. Und wird von Regulus bestrahlt. Das gibt dir die Basis, die Kraft. Und Regulus ist die königlichen Stern, der Herz der Löwen. Also das, was dir die Kraft gibt, die inneren Kraft, die Basis, die Fundament, wenn du nach dein Herz handelst. Und das sollst du verinnerlichen. September. Sonne, Merkur, Mars und Venus, alles ist im Löwe. Und das hat mit deiner Wohnsituation was zu tun oder du gründest etwas und brauchst dieses Fundament und das löst hier bei Löwe etwas aus. 19. September ist ein wichtiger Tag, weil Saturn, der Schicksalsplanet, dreht sich um und ändert die Richtung, wird direktläufig
und all das, was du in Form bringen wolltest, gestalten wolltest, was dein Schicksalsweg beeinflusst und hast du vieles gelernt, endlich geht voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das heißt Unsicherheit in die Liebe, Partnerschaft. 14. September ist Vollmond im Wassermann, Klarheit darüber zu sein, wie erreichst du deine Ziele, wo bekommst du Anerkennung, wo liegt deine Berufung. 22. September ist Halbmond im Stier, löst bei dir persönlich eine Unsicherheit aus, ein unsicheres Auftreten, ein ungutes Gefühl. 28. September ist Neumond im Löwe, bedeutet Rückzug, zu Hause zu sein, meditieren über deine Wohnsituation oder was gibt dir die Fundament, die Basis. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Monatsthema sind die Kinder oder Lebensfreude. Hier bei Mars und Venus handelt es sich auch um die Liebe, natürlich, das zu genießen. Merkur befindet sich in den Tierkreiszeichen Waage und hier hast du Gespräche, Kontakte oder Verträge, was deine Arbeit betrifft. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Es ist schwierig loslassen, von etwas verabschieden oder löst Unsicherheit aus. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Im Klaren sein, wen kannst du vertrauen, wen kannst nicht vertrauen in dein Freundeskreis. 21. Oktober ist Halbmond in Zwilling. Kein Geld ausgeben, nichts unterschreiben, was mit den Finanzen was zu tun hat. Und 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Nachdenklich zu sein über die Kinder oder was möchtest du gestalten im Leben. November 2019, Mars bleibt noch hier im 5. Lebensbereich. Sonne ist im Waage und das heißt, die Monatsthema ist Arbeit und Gesundheit. Und Merkur, Venus ist im Skorpion, die Liebe wird hier aktiviert, kommen auch Nachrichten, Gespräche. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Kontakte von Vergangenheit oder du wartest auf eine Nachricht und das kommt mit Verspätung. Ab 21. November wird aber Merkur direkt läufig, also diese Nachricht kommt. 28. November ist Neptun direkt läufig und lässt zu, deine Träume zu verwirklichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock, wieder Prüfungsangst, eine gewisse Unsicherheit oder Unklarheiten, was mit Reisen, mit Prüfungen oder mit Ausland was zu tun hat. 12. November ist Vollmond im Widder. Und das heißt, die tiefe Geheimnisse genau anschauen oder die Ursache an etwas. 19. November ist Halbmond im Krebs. Spannung im Verwandten oder die Internet funktioniert nicht. 26. November ist Neumond im Waage. Sei zurückhaltend im Arbeit, misch dich da nicht ein oder sei nachdenklich, wo liegt deine Berufung. Dezember. Sonne ist in Skorpion, Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft.
Mars und Merkur ist im Waage. Das heißt, du setzt dich durch in die Arbeit oder bekommst du einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag, oder hast du Gespräche mit einer männlichen Person im Arbeit. Und Venus ist im Schütze. Und das ist wieder Transformation, dein Weiblichkeit leben, aber kann auch bedeuten die Sexualität. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Du hast das Gefühl, du wirst übersehen, bekommst du wenig Anerkennung. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Du sollst deine Persönlichkeit in Ausdruck bringen, in Glanz zu bringen, aber auch zeigen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, entweder Nervosität und Unsicherheit und dann ist besser zu Hause zu bleiben oder passiert in Wohnung etwas wie eine kleine Reparatur. 26. Dezember ist Neumond in Schütze, verinnerlichen, von was möchtest du verabschieden? Und jetzt 2020. Januar 2020. Und das heißt, Jupiter übergeht im Schütze und bleibt ein ganzes Jahr lang hier im Schütze, wieder Transformation. Oder Schwangerschaft. Das ist Thema, Sexualität gehört dazu und Jupiter vermehrt etwas, also kann Schwangerschaft auslösen. Venus ist im Steinbock. Entweder genießt eine Reise oder hast Kontakt mit einer Frau von Ausland. Oder du entdeckst die Schönheit auf einer Reise oder einem bestimmten Land. Merkur und Sonne ist auch im Schütze. Monatsthema ist Transformation, Erbschaften, ämtlichen Sachen. Merkur kann die Gespräche oder Verträge andeuten. Und Mars ist in Skorpion, das ist ein Mann und ja, hier handelt es sich um die Liebe, Partnerschaft. Und Februar 2020, Mars bleibt in Skorpion. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Spiritualität oder Reise. Venus und Merkur ist in Wassermann und da handelt es sich um deinen Berufung oder die Ansehen, dass du Respekt bekommst, dass du wahrgenommen bist als Frau. Das ist die Venus-Energie. Kann natürlich auch bedeuten, du schreibst etwas Schönes, das ist Kunst, und veröffentlichst du das oder hast du einen Vertrag. Und dieser Vertrag bekommst du von einer weiblichen Person und hat mit deiner Berufung etwas zu tun. Oder bei Merkur kann auch bedeuten, dass du einen Vortrag hältst mit einer Frau zusammen. Oder dass du das schön gestaltest. Also das sind die Themen, was Merkur, Venus hier auslösen kann. Liebe Leda, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.